Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Drogerievideo für euch. Und zwar schminken wir ein Full Face mit meinen aktuellen Drogeriefavoriten unter 15 Euro, unter 16 Euro. Also im unteren Segment, das meiste ist weit unter 10 Euro. Ansonsten haben wir so ein, zwei Produkte, die etwas teurer sind. Freunde, ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, beziehungsweise, naja, um 19 Uhr hat niemand mehr geschlafen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und ich freue mich auch, euch endlich sagen zu können, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit PMD entsteht. Ihr habt es bei Instagram schon gesehen, ich habe extrem viele Nachrichten dazu bekommen. Es geht nämlich um dieses kleine Schätzchen hier. Das ist eine Gesichtsreinigungsbürste, die vier verschiedene Modi hat, die eure Haut reinigen. Und ich habe das Ganze jetzt 5 Wochen getestet, bevor ich überhaupt in diese Kooperation eingegangen ist. Sie haben mich gefragt, hey, willst du unser Produkt testen? Und ich meinte, klar, gerne teste ich, weil ich liebe so Skincare-Tools und so auszuprobieren. Ich habe ja so Rosenquarz-Roller und so und ich mag das total gerne. Dieses Gerät ist aber ein bisschen was anderes, denn ihr seht das hier. Hier sind so kleine Silikonnoppen mit drin und damit reinigt ihr eure Haut wirklich gründlich. Es geht bis in die Poren und es vibriert dabei. Also es ist wie so eine Ultraschallzahnbürste, nur sehr, sehr zart zu eurer Haut. Es nimmt die obere tote Hautschicht ab, eure Haut strahlt. Ihr seht, also ich hab nichts im Gesicht und ein sehr, sehr gutes Produkt. Es gibt 4 verschiedene Modi, von etwas leichter bis sehr intensiv bis zu pulsierend. Und was ich ganz spannend finde, ist hier hinten ist ein Rosenquarz mit drin. Und man kann hier noch einen weiteren Knopf drücken und dann wird der so ganz leicht warm. Und wenn ihr dann damit im Anschluss über eure Haut geht, wenn ihr eure Serien beispielsweise einarbeitet, durch diese Wärme und dieses Pulsieren und diesen warmen Rosenquarz sinken die Pflegeprodukte noch viel, viel tiefer in die Haut. Das ist ein wundervolles Produkt. Ich habe 4, 5 Wochen jetzt das Produkt getestet, bevor ich mich für diese Kooperation entschieden habe. Und ich kann es mit gutem Gewissen sagen. Es ist nicht so günstig, aber lasst euch gesagt sein, die Investition lohnt sich, weil es eure Haut einfach viel, viel schöner macht. Und es gibt euch so ein Spa-Erlebnis zu Hause. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, dass man sich auch zu Hause wohlfühlt und so ein bisschen um sich selber kümmert. Und tolles Produkt. Ich habe es noch nicht einmal aufgeladen. Also der Akku hält ewig. Es ist wasserfest. Und ihr kriegt sogar so ein Reisecase mit dazu. Ich habe auch einen Code. Ich verdiene nichts an diesem Code. Aber es ist für euch vielleicht nochmal so ein kleiner Anreiz, einfach zu sagen, okay, ich investiere jetzt einmal in etwas, was mir sehr, sehr lange hilft. Tolles Produkt. Ich benutze es jeden Tag. Deswegen sieht es auch nicht mehr ganz so sauber aus. Aber I'm living. Freunde, jetzt geht es zum Make-up. Ich bin jetzt so ein bisschen vorbelastet, denn es ist jetzt das dritte Mal, dass ich diese Aufnahme mache, weil vorhin habe ich das Ganze schon mal gemacht und dann ist die Kamera ausgegangen und hat die Datei kaputt gemacht. Eben habe ich das Ganze schon angefangen und hatte nicht auf Aufnahme gedrückt. Und jetzt bin ich bereit. Es geht heute, wie ich eben schon gesagt habe, um Drogerieprodukte unter 15 Euro. Und ich fange an mit einem Produkt, was ich, glaube ich, so noch nie auf meinem Kanal gezeigt habe. Es ist Sonnenschutz. Und da ist das jetzt fast leer. Das ist das Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert Gesichtsspray mit Lichtschutzfaktor 50. Das hat Infrarotschutz und ist auch über Make-up gut. Es hinterlässt keinen White Cast im Gesicht. Ich habe keine Ausbrüche von schlechter Haut bekommen. Es ist nicht ganz so günstig, aber es ist sehr, sehr gut, weil es einen sehr, sehr feinen Sprühnebel hat. Und ihr könnt es übers Make-up tragen. Das heißt also, wenn ihr zwischendurch so ein bisschen unterwegs seid und sagt, ey komm, ich muss ein bisschen Sonnenschutz reapplizieren, ist das auf den Armen gar kein Problem. Aber im Gesicht, wenn man Make-up trägt, weiß ich nicht. Man kann es sehr gut übers Make-up sprühen. Es lässt eure Haut dann sehr, sehr glowy sein. Also es ist dann kein mattierendes Spray, aber es legt sich wie so ein Film noch rüber. Ich finde, das Make-up hält dadurch sogar noch ein Stückchen länger. Ihr müsst vielleicht zwischendurch einmal mehr abpudern, aber ihr seid vor Sonne geschützt. Ist ein schönes Add-on für die Handtasche für zwischendurch oder aber auch, wenn ihr wirklich auf diese Glowy Base steht, ein tolles Produkt für auch unten drunter einfach schon mal, um so einen kleinen Schutz zu haben. Und ich möchte mit der Foundation weitermachen und ich hatte sie euch schon mal gezeigt. Deswegen kommt sie hier natürlich auch nochmal in mein Favoritenvideo mit rein. Das ist die XX Foundation von Revolution. Ich habe die in der Farbe FX9 und die Foundation ist wirklich der Knaller. Ich benutze nur einen Pumpstoß davon, weil das ist wie bei allen High-End-Foundations, finde ich, weniger ist mehr. Ist ein Satz, da hätte ich nie gedacht, dass das jemals hier rauskommt. Aber Freunde, lasst euch gesagt sein,
Das ist der Knaller. Ich verteile mir das am liebsten mit einem Pinsel und man braucht nicht viel. Ihr seht sofort, dass diese Foundation sehr, sehr gleichmäßig abdeckt. Dadurch, dass ich jetzt nur so wenig benutze, habe ich eher so eine mittlere Deckkraft. Ihr könnt sie aber aufbauen bis zu einer Full Coverage Foundation. Mag ich persönlich bei der jetzt nicht so. So eine ganz leichte Schicht ist für den Sommer jetzt auch perfekt, weil sie sehr, sehr natürlich aussieht. Und ich arbeite mir erstmal hier die halbe Seite ein, damit ihr so einen leichten Unterschied sehen könnt. Die Foundation hat eher so eine mittlere Deckkraft, hat auf jeden Fall einen wunderschönen Glow. Also die Kamera hat schon Probleme, das einzufangen. Sehr, sehr glowy, sehr frisch, sehr gesund. Die Haut sieht sehr feucht aus dabei. Die Foundation ist somit das teuerste Produkt in diesem Video. Es gibt aber bei Douglas Online gerade, ich glaube, 15% mit dem Code JULI15. Da könnt ihr dann auch noch mal so ein bisschen was sparen. Und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wie gesagt, weniger ist mehr. Also ich brauche gar nicht so viel von dieser Foundation. Generell, ich bin im Moment wirklich eher so auf diesem soft Foundation. Lieber ein bisschen mehr Concealer unter den Augen. Aber die Haut soll so frisch und gesund wie möglich aussehen. Tolle Foundation gibt es in sehr, sehr vielen Farben. Also schaut euch da ein paar Swatches auf jeden Fall an. Ich habe die jetzt eher so ein bisschen rosastichiger, weil ich finde, es passt am besten zu meiner Haut und es sieht sehr gesund und frisch aus. Als Concealer benutze ich den L'Oréal Perfect Match im Moment sehr, sehr gerne. Der hat so leichte, lichtreflektierende Pigmente mit drin und lässt eure Haut so ein bisschen mehr strahlen. Die ist ähnlich wie der Concealer von Rival de Loup, also dieser Natural Touch Concealer. Ich finde, dass dieser hier noch schöner aussieht, wenn man kein Make-up trägt. Das ist ganz faszinierend. Also so ein bisschen zum Korrigieren, wundervoll. Er hat jetzt nicht die höchste Deckkraft, aber für dieses sehr, sehr glowy und gesunde Make-up ist das ein super Produkt. Kostet, glaube ich, 10 Euro oder so. Wirklich, wirklich schön. Ich arbeite mir das auch gleich hier so ein bisschen ein. Ich lasse das gar nicht so lange setten. Ich möchte heute wirklich eher so dieses natürliche, gesunde. Eigentlich möchte ich das in jedem Video und am Ende sehe ich aus wie immer Full Coverage Cake Face on Point. Heute aber nicht. Vorhin, als ich das Video schon mal gedreht habe, Freunde, meine Base, das war ein Traum. Ich probiere sie jetzt, also es wird genauso aussehen, glaube ich gleich, weil ich dieselben Produkte benutze. So gesund und so frisch. Ich möchte das Ganze setten mit einem Puder von L'Oréal. Das ist das Infallible Puder. Das ist passend zu der Foundation, die ja bekanntlich einer meiner absoluten Lieblings-Drogerie-Foundations ist. Dieses Puder ist aber schon aus der Drogerie zumindest das, was dem Charlotte Tilbury am nächsten kommt. Sehr, sehr fein, sehr, sehr zart auf der Haut. Und ich nehme am liebsten einfach so einen fluffigen Pinsel, gehe hier einmal so ein bisschen durch, gucke nach oben und sette dann direkt unter meinen Augen. Man braucht nicht viel und das Schöne bei diesem Puder ist, ihr könnt es aufbauen. Also im Laufe des Tages, wenn man ja so ein bisschen ölig wird, dann geht man ja gerne mal mit so ein bisschen Puder nochmal nach. Bei vielen Pudern ist es so, dass sie dann sehr, sehr cakey werden. Ich finde bei dem aber nicht. Wenn man ganz leicht unter den Augen so ein bisschen settet, es nimmt auch nicht diesen kompletten Glow mit weg. Also ihr werdet es gleich sehen. Ich sette jetzt hier nochmal so ein bisschen mehr. Und ich gehe damit jetzt auch nochmal ganz leicht so ein bisschen über das restliche Gesicht und tupfe einfach nochmal so ein bisschen drauf, dass alles so ein bisschen fixiert ist. Ich möchte es gar nicht mattiert haben heute und dafür ist das wirklich gut. Also es mattiert natürlich, je nachdem wie doll ihr es benutzt. Aber wenn ihr nur so ganz leicht rüber geht, dann fixiert es das Make-up und das reicht völlig aus. Als Bronzer kann ich ihn euch jetzt endlich zeigen. Ich hatte ein paar Nachrichten bekommen, warum ich letztes Mal gesagt habe, ich darf es euch noch nicht zeigen. Ich habe auf dem Catrice-Kanal die neue Sunclusive LE getestet mit diesem Pinsel, den habt ihr schon gesehen, und diesem Bronzer. Und ich dachte mir, ich zeige euch das nochmal hier, weil ich es wirklich super finde. Der Pinsel, Freunde, das ist der beste Pinsel, den ihr aktuell und wahrscheinlich in der ganzen Vergangenheit und in den nächsten Jahren in der Drogerie finden werdet. Der Bronzer hat auch so ein bisschen Lichtschutzfaktor 20 mit drin und den stippe ich mir hier nur so ein bisschen rauf für diesen leichten Sunkissed Glow. Also ich möchte ihn jetzt gar nicht so extrem haben, sondern wirklich nur so an den höchsten Punkten, so ein bisschen auf der Nase. Lichtschutzfaktor in Puderprodukten, ne, wir wissen, was wir dazu sagen. Ich glaube da nicht so dran, aber es ist ein schönes Add-on und man hat ein besseres Gefühl dabei, sagen wir so. Ist nicht zu warm, ist nicht zu kühl und schaut euch bitte an, wie glowy meine Base aussieht. Obwohl ich gepudert habe, sieht das Ganze sehr frisch und gesund und jung und wild und aus. Als Blush möchte ich die BH Weekend Wipes Bellini Palette benutzen. Die hatte ich euch schon mal gezeigt und ich liebe sie, weil ihr sehr viele Farben in meinen Lieblingsfarben habt. Also diese Peach-Richtung, so ein bisschen korallig. Das ist, glaube ich, das teuerste Produkt aus dem Video. Ist, glaube ich, aber reduziert und ich habe einen Code bei BH, damit unterstützt ihr mich natürlich auch.
Super tolle Palette, wundervoll. Und ich gehe am liebsten in die Farbe Peach Please rein. Die ist sehr intensiv. Einmal reicht, abklopfen, sonst sieht ihr aus wie ein Clown. Das ist ein sehr schöner orangefarbener Blushton. Und den gebe ich mir hier rauf. Und ihr seht schon, der ist sofort da und macht das ganze Gesicht sehr sommerlich. Also durch diese Orangefarbe, dieses peachige Orange, wirkt euer Gesicht sehr sommerlich. So ein bisschen Sonnenbrand, aber so ein frecher Sonnenbrand. Weil sie sind alle matt. Ich glaube, der eine probiert so ein bisschen schimmrig zu sein, ist er aber nicht. Also sehr schön für alle Hauttypen und er hält den ganzen Tag. Also man sieht ihn auch nach 4-5 Stunden immer noch im Gesicht. So, ich glaube, jetzt könnt ihr gut sehen, wie meine Base aussieht. Sehr frisch und sehr glowy. Also nicht zu matt, sehr sommerlich. Durch diesen Blush wirkt das Ganze sehr. Es macht Spaß. Also so, das ist so meine liebste Base aktuell. Man hat Make-up drauf, es sieht aber nicht zu viel aus, nicht zu cakey, frisch, gesund. Ich möchte jetzt einen Augenlook schminken und dazu benutze ich von auch XX Revolution die X-Executive Palette. Das sind so diese kleinen Palettchen, erinnern mich ein bisschen an die von, wie heißt sie? Die so teuer ist. Die Charlotte, ne? Charlotte Tilbury. Vier Farben, sehr pigmentiert. Das ist eine Pressed Pigment Palette. Ich habe es eben schon gemacht. Ihr müsst euer Lidschatten, sonst wird es nichts. Ich gehe jetzt nochmal in Puder mit rein und sette damit so ein bisschen mein Lid. Wenn ihr euer Lid nicht settet, dann ist es sehr pigmentiert und es ist fast schon unmöglich, die Palette auszublenden. Fand ich zumindest eben gerade. Ich benutze aber gerne die Farbe hier so als tägliche Farbe im Auge, wenn ich nicht gerade den Bronzer benutzen will. Die hat ein bisschen mehr Bums natürlich. Ich gehe jetzt mit einem großen, fluffigen Pinsel in diese Farbe hier. Nur ganz leicht, weil es wirklich pigmentiert. Und die setze ich mir direkt in meine Crease und möchte so einen sehr erwachsenen Augenlook haben. Diese XX Revolution Reihe sind die ersten Produkte von Revolution, wo ich sage, da habe ich Spaß, die Produkte zu benutzen. Alles andere fand ich no tea, no shade, ein bisschen vielleicht, so Durchschnitt. Also nichts, wo ich sage, wow, das hat jetzt die Make-up-Welt verändert. Diese XX Revolution Sachen sind wirklich durchweg ein Knaller. Die Foundation benutze ich jeden Tag, der Concealer, Freunde. Bombe. Aber auch diese Lidschattenpalette ist grandios. Also wirklich, tolles Produkt. Kostet, glaube ich, also ist preislich etwas teurer, aber im Vergleich zu Charlotte Tilbury und die Qualität ist vergleichbar mit diesen Vierer-Dingern von Charlotte. Ein Schnäppchen. Ihr seht, die Farbe ist sehr alltagstauglich. Und ich verdunkle das Ganze gleich. Also ihr könnt die natürlich sehr intensiv machen. Fangt lieber langsam an, baut euch die Farbe nach und nach auf, weil sie ist extrem pigmentiert. Ne? Also ich habe es, glaube ich, jetzt schon tausendmal gesagt. Vorhin hatte ich aber, als ich die benutzt habe, weil ich das erste Mal ungesettet die Palette benutzt habe, das Problem, dass es schon fast zu viel war. Ich gehe jetzt mit einem etwas fester gebundenen Pinsel in dieses dunkle Braun und das hat wirklich ordentlich Schmackes. Und damit verdunkle ich so ein bisschen die Crease. Und ihr seht schon, das ist wirklich extrem pigmentiert. Also das sind die besten Lidschattenpaletten von Revolution. Tatsache. Und das reicht tatsächlich schon. Ich nehme jetzt einen etwas festeren, flachen Pinsel, gehe hier in das Gold. Extrem Schimmer. Das Schöne bei diesen Vierer-Paletten ist, man muss nicht so lange überlegen. Man weiß einfach, was für ein Look kommt am Ende raus. Man schleppt sich nicht einen Ast, wenn man damit in Urlaub fährt beispielsweise. Wenn man eh auf so diese neutraleren Töne steht. Ihr könnt sie etwas einfacher benutzen oder sehr intensiv, wenn ihr einfach ein bisschen mehr aufbaut. Gehe an den Übergang nochmal in dieses Braun hier unten. Nur hier so ganz leicht, dass der Übergang etwas schöner ist. Und das ist so ein Grünbraun. Also sehr besonders die Farbe. Und das ist, guckt mal, wie weich dieser Lidschatten ist. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ihr könnt da wirklich rein dippen und dann habt ihr so eine, ja, so eine Beule drin. Also sehr creamy. Grandios. Diese Palette. Wirklich ein sehr erwachsener Look. Geht so ein bisschen in diese Natasha Denona Richtung. Nur ein bisschen günstiger, aber ihr habt natürlich auch nicht so viel Farbauswahl. Als Mascara benutze ich die Better Than Yours Mascara von Revival de Loop. Ist ein gutes Dupe zu der Better Than, ne? Von der anderen Firma. Fühlt sich sehr hochwertig an. Also das ist Metall hier, ne? Das fühlt sich nicht nach 3 Euro an, sondern eher nach 23. Und zu guter Letzt auf meine Lippen. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsprodukt aktuell überhaupt ist das Hydro Shine and Lip Gloss von Rival de Loop. Ich habe das in der Farbe Rosewood 04. Schaut euch meine Lippen an. Das ist extrem pigmentiert, extrem gesund. Also nicht zu glossy, aber auch nicht zu matt. Perfekt zwischendurch living. Freunde, holt es euch.
Und das ist einmal der Look mit meinen aktuellen Drogeriefavoriten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich liebe diese Base, dieses glowige, gesunde, neutrale Auge, nudefarbene Lippe. Ich lieb's. Freunde, lasst mich gerne wissen, welche eure aktuellen Drogeriefavoriten sind. Schaut unbedingt bei P&D vorbei. Vielen Dank, dass ihr dieses Video unterstützt habt und meine Haut ein bisschen besser macht. Freunde, ich sage danke und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.